6 Spiele in Folge, kein Sieg zuletzt, 2 Niederlagen nacheinander. Chemie wollte eine Trendwende. 4. Minute, die Gäste erst mit dem Ballgewinn und dann ist er schon wieder weg. Halberstadt baut es, der Innenverteidiger passt auf, macht das Spiel schnell auf Lignani. Ja, wenn es erstmal läuft, dann läuft's. Trainer Manuel Rost happy, Ilya Lignani, Winterneuzugang vom SSC Weißenfels aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Starker Abschluss, so platziert. 33. Minute, Chemie fand bis dahin noch gar nicht statt. Dann mal Meder im Strafraum, der geht zu Boden. Elfmeter Chemie. Lübke hält Meder minimal hier an der Schulter, aber der ist für den Schuss schon halb im Fallen. Schwierig. Manasseh Eschel mit seinem 2. Elfmeter in dieser Saison. Beide verwandelt. Das absolute Highlight des Tages dann in der Pause. Nicole, Halberstadt-Fan, macht ihrem Herzblatt einen Heiratsantrag im Stadion und er hat ja gesagt. Liebe zum und durch Fußball, da konnte man die Korken knallen lassen. Auf dem Platz Halberstadt mit der ersten Chance im 2. Durchgang. Ole hoch an die Latte. In einer insgesamt chancenarmen 2. Hälfte hat Brückmann für Chemie dann aber noch eine Idee. 71. Minute, feiner Ball auf Dennis Jepel. Halberstadt unsortiert. Jepel vorbei an Zichos rein ins Tor. 2-1 Chemie. Darauf fand Halberstadt keine Antwort mehr. Die Germania weiter Vorletzter und Chemie mit dem ersten Sieg seit Anfang November. Jetzt 8.